Moin Leute und willkommen zum zweiten Part meiner Mirror's Edge Catalyst Reihe. Wir befinden uns hier vor Noahs Haustür quasi, Faiths altes Zuhause, und sind letzte Episode endlich entlassen worden, also beziehungsweise Faith wurde entlassen aus dem Knast, war 2 Jahre im Knast und durfte endlich wieder raus. Dort haben wir direkt jemanden getroffen namens Icarus, der auch hier zu der Gruppe hier gehört. Und der gab uns ein Beatlink, was den Gridlink von der KAC quasi zerstört hat oder so. Und mich jetzt als Flüchtige, also die Faith als Flüchtige eingetragen hat. Aber gut, jetzt haben sie uns nicht mehr unter Beobachtung. Das ist nämlich gut. Und sind quasi jetzt wieder frei. Und mussten hier zurück zu Faiths Zuhause. Lager, wie auch immer. Und stehen jetzt hier vor Noahs Haustür. Und das Kapitel nennt sich wohl Wiedervereinigung. Von daher sprechen wir mal mit Noah und gucken, was er uns zu sagen hat. Und Noah? Was gibt's Neues? Die sollen heute eine Runnerin freigelassen haben. Echt? Dann gib ihr einen Run. Sie war ziemlich lange weg. Das tut ihr bestimmt echt leid. Vielleicht hat sie ja was gelernt, während sie weg war. Vielleicht. Es tut mir so leid. Du bist alt geworden. Ja. Du blöde Kuh. Lel. Nett hast du's hier. Ja. Ist es okay, wenn ich einziehe? Davon bin ich ausgegangen. Ah, okay. Jetzt wissen wir auch da Bescheid. Und was ist mit dem Run? Sprich mit Birdman. Er sagt dir, was zu tun ist. Der Neue. Er ist ein bisschen verkrampft. Icarus? Mhm. Er ist okay. Der beste Runner, den ich kenne. Der Beste? Sprich mit Birdman, dann sehen wir weiter. Ja, ich bin hier. Dogan hat mir Grüße geschickt. Ja, das klären wir später. Jetzt geh. Überrasch mich. Okay, ein Paket. es wurde gerade schon gesagt, es war ist nicht Faiths altes Zuhause, es war nur zu Hause und ich darf wohl einziehen. Lass uns später mal in Ruhe quatschen. Nice. Und wir müssen jetzt erstmal unser Paket finden hier. Okay, und dann müssen wir, glaube ich, mit Birdman sprechen. Was haben wir denn da? Oh, Jukebox! Oh yeah, okay. Fette Sounds. Ah ja. Ja, Leute, das lassen wir mal laufen, Leute. Das lassen wir mal laufen. So, und jetzt gucken wir mal hier. Ah, unsere Klamotten. Ah. Hat sie vorbeigebracht, direkt nachdem du geschnappt wurdest. Okay. Nice. Ich habe dein Beat mit deiner Kartenmod von Glass aufgerüstet. Du wirst sie brauchen, um dich zurechtzufinden. Okay. Eine Übersicht über Faith-Fortschritte und verfügbaren Upgrades. Wähle ein Upgrade aus, um weitere Informationen zu erhalten und es zu kaufen. Alles klar. Was müssen wir denn auswählen? Upgrade-Punkt verwenden. Upgrade-Punkte erhältst du, indem du durch die unterschiedlichen Aktivitäten der Stadt Erfahrungspunkte sammelst. Fordert einen Upgrade-Punkt. Kaufe jetzt die Beat-Karte. Alles klar. Kaufe jetzt die Beat-Karte, ja. Beat-Karte ist... Wo haben wir sie? Ausrüstung? Beat Link? Ah, Beatkarte, da haben wir sie. Alles klar, dann kaufen wir sie. Also quasi können wir uns jetzt hier immer ausrüsten. Ist das das richtige Wort, was ich sagen wollte? Ich glaube nicht. Aber wir haben hier so ein Talentsystem, genau. So wollte ich es sagen. So ein Talentsystem.
Nice. Wo wir verschiedene Moves und Kampffähigkeiten lernen. Das ist ja mal nice. Nice. Not bad, aber wir kaufen jetzt erstmal hier die Karte, wie es uns hier befohlen wird. Badam, jetzt haben wir hier eine Karte. Herauszoomen. Okay, zoomen heraus. Lol, leck. Schau euch das an, wie riesig das schon wieder ist. Oh, ich will überall durchrennen. Oh, oh, what? Was haben wir hier? Okay, hier ist irgendwas ganz komisches, riesiges. Komisch aus. Okay. Oh, leck. Ja, das ist ja mal riesig. Boah, da müsst ihr überall hin. Lege die Route für die Runner Vision fest, indem du per Rechtsklick auf das Missionssymbol einen Wegpunkt platzierst. Machen wir doch. Wegpunkt setzen. Jetzt haben wir einen Wegpunkt, alles klar. Jetzt können wir auch hier. Ah, jetzt können wir hier gucken. Ah. Nice, alles klar. Dann folgen wir da. Folgen wir mal dem Wegpunkt so. Um die kleineren Runs überall in der Stadt zu entdecken. Ah ja, nice. Was haben wir hier? Hallo? Was bist du? Frontrunner-Kits. Frontrunner-Kits erhalten Objekte, mit denen du dein Runner-Echo im Fortune. Oder ein Runner-Tag. Oder Runner-Tag, was auch immer. Anpassen kannst. Okay. Nice. Cool. Hallo Noah. Okay, jetzt können wir ja endlich raus. Oh, schaut euch das mal an. Oh, die Grafik. Ich kann nicht mehr, Leute. Oh, sieht so geil aus. So schön. So schön. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. So, und jetzt. Batman wird sich freuen, dich zu sehen. Genau. Das ist eines der wenigen Dinge, die sich überhaupt nicht verändert haben. was noch cool ist, ist ja ein Open World quasi und man kann hier so Nebenmissionen annehmen. Noch nicht, aber später, das weiß ich von der Beta her, kann man Nebenmissionen annehmen. Ah, da bist du ja. Was willst du? Oh, ich will dich einfach nur ansehen, solange du noch gesund und munter bist. Daugen erwartet eine prompte Rückzahlung deiner Schulden, weißt du? Ja, die wird er auch kriegen. Ja, das wird er. Okay, dann lauf mal schön weiter. Okay, der Daugen. Wie auch schon letzte Episode am Anfang gesagt wurde, wir schulden ihm eine Menge Geld. Eine Menge Geld. Gesehen haben wir ihn noch nicht. Aber den Kruger, den sehen wir auch später. Das kann ich schon mal versprechen. Meine beste Freundin kommt also aus dem Knast und hält es nicht mal für nötig, bei mir vorbeizuschauen. Oh, lol. Hey, wie geht's dir? Schon viel besser jetzt, wo du wieder frei bist. Wie es der Zufall so will, könnte ich auch gleich deine Hilfe brauchen. Gerade auf dem Weg zu Burton. Ja, habe ich gehört. Ich finde ja, der alte Mann kann warten, aber das ist deine Entscheidung. Falls du deine Meinung änderst, findest du meine Position auf deiner Karte. Okay. Wir haben Nomad und Birdman zur Auswahl. Einen alten Freund anscheinend in Nomad. Das ist jetzt natürlich. Der wäre jetzt hier links, aber. Ne, ich bleib bei Birdman. Wir gucken erstmal bei Birdman vorbei. Schau mal, was er so möchte von mir. So, dann müssten wir jetzt gleich da sein. Genau. Wenn du bei Batman fertig bist, nehmen wir deine Probleme mit Dogen in Angriff. Und dann können wir das alles endlich hinter uns lassen. Ah ja, hoffentlich. Oh, ich höre was. Hört es auch? Das wird wohl so ein Koffer sein, oder? Oder? Yes, nice. Da. Verborgene Tasche, wie schon im ersten Teil. Haha. Ich liebe es, die Taschen zu sammeln. Ich weiß nicht wieso. I don't fucking know, aber es ist einfach lustig. Hallo, Täubchen. Hallo. Oh, ja, noch mehr Tauben. Kuni. So, wo ist denn der? Ja, Birdman, wo soll er sonst sein? Natürlich auf dem Dach mit Tausenden von Tauben, aber okay, wir sprechen mal mit Birdman. Noah hat dich zu Birdman geschickt, einen der ersten Runner in der Stadt und alten Freund. Er hat vermutlich ein paar Aufgaben für dich, die du meistern musst, um dein Können unter Beweis zu stellen. Alles klar. Der erste Runner der Stadt, alles klar. Annehmen. Gucken wir mal. Was möchte er denn? Hey, ganz ruhig. Lass meine Tür in Frieden. Geduld war noch nie deine Stärke, Faith. Dachte, du machst einen Nicker
Lächeln. Das machen doch alte Leute so. Sag auf, was du sagst, Faith. Ich schätze, mehr als zwei friedliche Jahre sind wohl nicht drin. Ja, ich hab dich auch vermisst. Noah will, dass ich dich teste. Ich habe ihm gesagt, das kann er vergessen. Aber ich habe einen Dash für dich. Der dürfte als Test genügen. Okay, klingt gut. Du hattest dein Futter, Calliope. Verschwinde. Ratten der Lüfte. Nie geben sie Ruhe. Aber sie sind nützlich. Geduld war noch nie deine Stärke. Stimmt. Deshalb verstehe ich dich auch. Und jetzt ab mit dir. Zeig den anderen Runnern, dass du auch nützlich bist. Schön, dass du zurück bist. Ah, der Batman, alles klar. Gib dich zu einem Dash und schieß ihn ab. Ich will, dass du einen Dash bestreitest. Und ich kann mir auch vorstellen, welchen. Ich bin ihn früher so oft gelaufen, dass ich ihn mit verbundenen Augen geschafft habe. Okay. Und noch was, Faith. Die markierte Route ist nicht immer die beste. Es kommt allein darauf an, dass du das Ziel in der schnellstmöglichen Zeit erreichst. Welchen Weg du dabei nimmst, ist egal. Alles klar. Also quasi so schnell wie möglich das hier erreichen. Nicht immer ist der vorgegebene Weg die perfekte Route. Ja, das ist interessant. Wir können ja mal gerne gucken nachher, ob wir da irgendwie einen schnelleren Weg finden. Ich weiß nicht, aber wir gucken jetzt erstmal. Schauen wir mal. Ab geht's. Alles klar. Da müssen wir rechts hin. Oh, fuck. Das hätten wir cleverer lösen müssen. Oh, Roffel. Die hat sich da jetzt durchgequetscht. Nice. Oh, fuck it, nein. Oh, da haben wir nur 2 Sterne. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, wie wir das besser machen könnten. Okay, ein bisschen könnten wir das ja schon besser machen. Was haben wir denn da? Oh, lol. Neue Bestzeit. Da hat es jemand in 21 Sekunden geschafft. What the fuck? Wie will man denn bitte das schaffen? Der hat aber einen richtigen Schleichweg gefunden. Ja, leck mich am Arsch. Die Nummer 1. Wir versuchen das nochmal neu. Ich bin da ein bisschen ehrgeizig drin. Okay, ab geht's. Okay, ich sehe, glaube ich, schon eine Abkürzung. Eventuell testen wir das mal. Oder auch nicht, oder? Oder? Haben wir da was entdeckt? Ich weiß es nicht. Oh, fucking hell. Schnell haben wir nicht. Eindeutig zu lang für gebraucht. Okay. Ja, okay. Ja, das war very bad. Nein, nochmal neu. 43 Sekunden lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Oder waren es 44? Keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht geguckt. Komm schon. Gib's mir schneller. Und hep. Und jetzt, das machen wir besser. Ja, nice. Und wie wir es machen. Genau. Holy shit. Oh, damn it. Ja, ein Ticken besser. Ein Ticken besser. Okay, das lassen wir jetzt so stehen. Solange will ich mich jetzt nicht damit aufhalten. Aber okay. Es ist auf jeden Fall schon mal besser. Sehr schön. Top 40%. Okay. Cool, verlassen. Ich sehe es, deine Dash-Zeit im Beat Faith. Gut gemacht. Freut mich, dass du es immer noch drauf hast.
Kannst du mal sehen. Aber der 21 Sekunden hat, das würde mich interessieren, wie er das gemacht hat. Hey, Faith, ich brauche deine Hilfe. Wir konnten gerade mit Mühe und Not einen Krugers-Hack-Angriff auf den Beat abwehren. Dabei sind jede Menge Daten über die ganze Stadt verstreut worden und sie kann jetzt durch den Grid. Zapf bitte jegliche Leaks an, die du findest. Wir setzen die Daten dann wieder zusammen. Okay. Jetzt müssen wir was zusammensetzen, aber was haben wir jetzt hier für eine Mission? Alte Freunde, Nomad. Ja, jetzt wurde mir das gerade hier mit den Dingens gesagt. Was ist denn? Grid Leak? Was sind denn diese Punkte? Ich weiß es gar nicht. Soll ich anzapfen? Ah, da hinten! Oder was? Was ist das? Ich weiß es nicht. Nee, das ist das Dash, okay. Aber das steht jetzt auch nicht hier auf der Karte, oder übersehe ich es einfach? Standard Kit? Das ist, glaube ich, nicht. Dash? Nee, auch nicht. Hier haben wir Kurier. Birdman hat eine Lieferung für dich. Okay. Ne, wir machen jetzt Nomad und scheißen jetzt auch darauf, was der Noah gerade gesagt hat, würde ich sagen. Wir gucken jetzt erstmal, was der Nomad von uns will. Was möchte er denn? Hallo? Nomad, alte Freunde. Oh lol. Da ist sie, in Fleisch und Blut. Sogar in meinen Klamotten. Danke, dass du sie geholt hast. Wie läuft's bei dir? Naja, ich schlag nicht so durch. Du hast mir gefehlt. Ja, ja, also... Wie kann ich dir helfen? Es geht um die Kastenlosen. Sie bauen in den Greylands ein Warnsystem vor Kasek-Razzien auf, aber sie brauchen Steuerchips. Und zwar aus Allcom-Relais-Kästen. Steuerchips? Relais-Kästen? Okay. Wenn du diese Chips entfernst, machst du Allcom Probleme und hilfst gleichzeitig den Kastenlosen. Bist du dabei? Klar. Du kennst mich. Ich bin die Erste, die anderen hilft. Tu ruhig so, als wäre alles egal. Ich weiß, warum du gesessen hast. Ja. Weil ich blöd war. Wo finde ich diese Kästen? Nicht weit von hier. Ich markiere sie dir. Okay, alles klar. Alles klar. Also ein bisschen sabotieren müssen wir. Das machen wir. Ein paar Kästen anzapfen. Yeah. Ich habe den Kastenlosen schon einige andere Komponenten besorgt. Mit diesen Chips haben sie dann alles, was sie brauchen. Ah, okay. Ich habe den ersten Chip. Großartig. Der nächste Relaiskasten müsste ganz in der Nähe sein. Alles klar. So, dann gucken wir mal. Wo ist der nächste? Da hinten. Ich sollte dich warnen, Faith. In letzter Zeit sind ungewöhnlich viele Kasek-Patrouillen unterwegs. Und die Kerle sehen aus, als wäre mit ihnen nicht zu Spaß. Das sind nicht die üblichen Trottel. Okay, also ja, jetzt kriegen wir Ärger. Ärger malt. Protector. Klasse Nahkampf, okay. Oh, leck, die sehen gefährlich aus, ja. Aber noch nicht so ganz gefährlich. Finde ich. Da war der andere Typ schon eben krasser. Beziehungsweise letzte Episode. Oh, fuck. Ich vom Acker, okay. Da ist er down. Was? Mission fehlgeschlagen? What? Okay. Whatever. Oleg. Sehr schön. Erst. Ah. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Okay. What? Wieso Mission fehlgeschlagen? Nutze die Kampfverlagerung, um dich im Kreis umher, um Gegner herzubewegen. Okay. Ja, was willst du, Bro? Da darf ich es nicht, oder was? Nee, ich komme nicht mal ran. Mission fehlgeschlagen. What the fuck? The hell? Ha! Nee. LOL! Okay,
Irgendwas war falsch, okay. Der 100. Versuch. Ha, lol. Oh! Besiegen den Protektor, alles klar. Er muss. Ah, okay. Da musste ich das wohl erstmal lernen. Okay, das ist ein bisschen dämlich gemacht, finde ich. Aber okay. Wenn das Spiel es so verlangt, müssen wir es wohl machen. Ich habe noch einen Tipp eingesagt. Sehr gut. Wir werden damit etwas bewirken, das versprechen wir. Ja, okay. Übrigens, hast du schon mit Dogen gesprochen? Nach allem, was man so hört, schuldest du ihm eine Menge Kohle wegen dem, was du getan hast. Ja, ich weiß. Nein, noch nicht. Naja, ich bin mir sicher, du einigst dich mit ihm. Und falls nicht, begleite ich dich einfach ins Exil. Wir zwei werden die Greylands übernehmen. Ich check die Rückseite. Wir ziehen hier gerade eine Runnerin auf den Tisch. Lol. Ha! Okay. Okay, einem muss ich wohl das einen Protektor gegen einen anderen stolpern, ja? Oh lol. Soll ich denn das machen? Dann fällt er einfach runter. Aber okay, das geht auch so. Das geht auch so. Ich hab noch einen. Sehr schön, wo müssen wir hin? Brauchen wir nur noch einen, dann war's das erstmal. Alles klar. Ich wollte schon gerade sagen, das ist ein Pool, aber doch nicht. Schade, schade. Ich würde jetzt gerne in den Pool reinspringen. So, was muss man hier machen? Hey, ihr müsst betreten verboten. Sie erlassen. Sollten wir lieber Verstärkung suchen. Sehr schön, komm her. Oh, what, Alter, ich hab nur. Lol. Krieg da aus dem Maul. Ah, wer ist Digga? Jetzt aber. Ah, nice. Alles klar. Das war der letzte. Sehr schön. Gut, aber wir haben ein Problem. Nicht weit von dir steckt jemand aus der Unterkaste in Schwierigkeiten. Hör zu. Nein, Sie müssen den Footprint nochmal scannen. Hab ich schon. Sie hätten vor 3 Tagen zum Footdown wechseln und aufbrechen sollen. Limit fest. Oh lol. Was sonst? Ich hab im Knast genug von diesem Mist erlebt. Halt dich da raus, Faith. Ich hab dir doch gesagt, dass sowas ständig passiert. Das ist nicht dein Kampf. Ja, aber ich muss ihm doch helfen. Ich helfe ihm. So, so sieht's nämlich aus. Sehr schön. Ich halte dir den Rücken. Komm her! Komm her! Lotscher, du. Ha. Du bist jetzt in Sicherheit. Ich habe mich um die Kerle gekümmert. Danke. Vielen Dank. Das habe ich gesehen. Ja, bitteschön. Gern geschehen. Ich habe gesagt, du kannst mir nichts vormachen. Sie hat gerade diesem Unterkastler geholfen, Noah. Ja, sie kommt ganz nach ihren Eltern. Hehehe, nice. Du sagst, als wäre das was Schlechtes. Such in der Stadt weiter nach diesen Relikhäften, Faith. Die Kastenlosen werden dir dafür wirklich dankbar sein. Alles klar, also so ein paar Nebenmissionen. Okay, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie diese ersten paar Chips erhalten. Wo muss ich hin? Auf deiner Karte ist ein toter Briefkasten markiert. Okay. Ein toter Briefkasten. Ah, der ist da hinten. Alles klar. Sei wie Wasser. Liefere die Steuerchips ab. Okay. Da können wir ja schon mal hinrunnen. Oh, lecker, ein bisschen erkunden vielleicht. Oh, fuck. Oh. Ah, da runter, alles klar. Leck, ist das riesig? Schaut es aus. Schaut es euch. Oh Gott, jetzt. schaut es euch an, Leute. Wahnsinn. Einfach geil. Hammerhart. So, dann müssen wir wohl da runter. Yeah, genau. Und darüber. Sehr schön. Und da vorne ist es auch schon. Haha. Sei wie Wasser. Du musst die Steuerchips bei einem toten Briefkasten in der Nähe abliefern. Wirst unterwegs, aber auf einige Grüne waren Reifen und Alter. Außer und erhalte dein Vogelschild aufrecht, bis du den toten Briefkasten erreicht hast. Machen wir aber in der nächsten Episode, denn wir sind ja schon fast bei 25 Minuten. Von daher würde ich sagen, wir machen an der Stelle Schluss und ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Falls ja, denkt dran, Daumen nach oben zu geben oder ins Kommentar zu hinterlassen und wir sehen uns genau an dieser Stelle nächste Episode wieder. Ich bin der Michi-Man. Ciao.